Derzeit tauchen Videos von einer Strategiekonferenz der Linkspartei auf und die sind recht verstörend. Dort fordern Teilnehmer, dass man Reiche erschießt, der Bundesvorsitzende korrigiert, nein, die müsse man zur Zwangsarbeit schicken. Und andere wiederum wollen die Möglichkeiten der parlamentarischen Demokratie nutzen, um gegen das Parlament an sich vorzugehen. Ich finde, so etwas geht gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir alle einer Meinung sind. Ganz im Gegenteil, wir müssen politische Debatten aushalten. Aber für alle Parteien muss klar sein, dass dieser Wettstreit sich um Argumente dreht, dass wir nicht zu Hass, nicht zu Gewalt aufrufen dürfen und nicht zur Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Diese Verantwortung sollten alle teilen und diejenigen, die nicht teilen, sollten dafür geächtet werden.